Also das heißt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann schreibt oder Themen, dann schreibt es mir mal ruhig in den Kommentaren. So. Schöne Brücke, schöne Aussicht, schöner See. Können wir mal nach da gucken? Ah, Stausee, auch wieder Stausee. Sehr schön. Boah, ich klatsche gleich die Fliege mit der Fliegenklatsche weg, wenn ich dann diese Aufnahme beendet habe. Bevor ich dann eine weitere Aufnahme mache. Und dann wird alles geschnitten und geändert und hast nicht gesehen und oh mein Gott. Die ganze Fliege geht mir gerade richtig auf den Zeiger. Achso, ich gebe auch kein Gas, deswegen werde ich zu lange. Achso. Der LKW hat natürlich einiges warum. Wir müssen geradeaus weiter. Bisschen Landstraße fahren wir jetzt. Kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt nicht so lange Landstraße fahren werden. Im Moment ist auch die Landstraße ziemlich leer, weil es halt jetzt halb fünf, halb sechs ist. Die Sonne geht gerade hinterm Berg auf. Wunderschöne Aussicht gerade wieder gehabt. Du Scheißflieger. Ja, J. So. Im Moment weiß ich auch gar nicht, was er sagen soll. Ach ja, außerdem soll Eurotalk-Simulator auch so ein bisschen wie so eine Art Let's Talk dienen. Also das heißt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann schreibt oder Themen, dann schreibt mir mal ruhig in den Kommentaren rein, was so zum Beispiel, wie ich halt zum YouTube gekommen bin, was YouTube in Wirklichkeit für mich ist. Und ja, also auch so andere Vorschläge und Themen, so halt was um die Welt oder halt auch so eine Spielebranche, was so mein Spiel ist jetzt dieses Jahr, worauf ich mich ziemlich freuen werde und sowas alles. Also könnt ihr mir alles so gerne in diese Kommentare reinschreiben, ist egal in welcher Folge. Am besten natürlich auch in die, wo ich es gerade gesagt habe. Das wäre natürlich auf jeden Fall am besten. Aber wie gesagt, könnt ihr auch in andere Folgen reinschreiben. So, 33 Kilometer noch. Haben wir eigentlich schon Schaden am Rechner? Ach, am
Am Lastzug? Nee, haben wir noch nicht. Also, an und am LKW ist noch kein Schaden dran, an einem Trailer genauso wenig. Fliegende Luftballon morgens um 6:30 in den Flug, glaube ich, ein Flugzeug gerade lang, bin mir auch nicht sicher, ob ich es nicht richtig gesehen habe. Da werde ich also wahrscheinlich gleich das alt neue Let's Play erstmal aufnehmen, bevor ich den GC online aufnehme. Weil wie gesagt, vielleicht hat der Welt die Lust mitzumachen. Muss ich ihn ja noch ein bisschen fragen und das dauert so seine Zeit, bis er dann antwortet. Oder bis er dann schreibt. Geht jetzt die Schranke runter oder nicht? Okay, gingen sie nicht. Sah ja so aus, als wären die am Blinken. Aber gut. Autofahrer wäre ja heute unterwegs. Lassen mich alle ziemlich vor. Finde ich schön. Wir fahren dann geradeaus weiter Richtung Stettin. Bald kommt auch der der American Truck Simulator raus. Und da werde ich mal gucken, wenn ich es mir holen werde, ob ich davon auch nicht erstmal einen letzten Test mache. Schauen, wie euch das gefällt und dann fest einen Terminkalender aufnehme, sagen wir es mal so. Und dann wird sich das auch eventuell dann ein bisschen mit ETS 2 dann abwechseln. Also alle 2 Tage Euro Truck Simulator, alle 2 Tage American Truck Simulator. Halt immer einfach im Wechsel. Das wird dann aber auch um 13 Uhr kommen. Also American Truck Simulator. Genauso wie ETS 2, das wird dann ja und dann. Ist ja quasi eine Spielbranche. Ist auch, glaube ich, so vom gleichen Entwickler auf jeden Fall, auch von SCS. Ob es Random Media wieder published, weiß ich jetzt auch gar nicht so genau. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich einen Unfall baue. Ich hatte doch Vorfahrt, warum fällt er denn in mir rein? Bist du doof? Naja, immerhin hat die. Hat mein Trailer nichts abgekriegt, mein Auflieger. Ja, hier muss ich Vorfahrt gewähren, heißt das. Das mache ich dann auch. Und jetzt kommen auch die Fußgänger mehr raus. Das haben die ja auch gepatcht, dass man, dass die Fußgänger halt jetzt sich so nach bestimmten Uhrzeiten richten. Also wann sie rausgehen.
weil man sie auf der Straße anfassen muss und so. Haben die ja auch gepatcht. Mit der Version spielen wir jetzt auch 1.19, ist das, muss das sein. Jetzt haben sie von wieder ein Update drin, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bugfix ist. Davon habe ich jetzt noch gar keine Informationen im Moment. Also die Information habe ich auf jeden Fall, dass da vorne eine Baustelle ist und dass ich hier anhalten muss. Oh. Sehr schön. Och Mann, jetzt hau doch mal ab, du Scheißfeger. Liebe Ampel, es wäre echt sehr nett, wenn du mich auf grün schalten würdest. Weil da drüben kommt eh keiner. Ah, jetzt. Sehr schön. 2431 von der Kettlen A. Wird auf jeden Fall eine ganze Straße auseinandergenommen. Das sollte eigentlich auch mit dem Einschaltfunktion oder das ja jetzt, weil ich ja mit Tastatur spiele, sollte der trotzdem synchron bleiben, weil es frappt ja auch das automatisch das Windows als Betriebssystem aufnimmt. Also die Fenster. Und von daher sollte das auch kein Problem sein. Auch nicht mehr, glaube ich, nicht mehr so viele Folgen bis zu Level 100. Also, ach, bis zu Level 100. Bis zu Folgen 100. Jetzt gerade die aktuelle Staffel nur berechnet. Quasi die zwei anderen davor oder eine war das. Der habe ich dazu nicht gezählt. Weil das für mich dann Vergangenheit ist. Weil es einfach jetzt viel mehr Spaß macht mit einem neuen PC. Neue Grafikkarte, neuen DLC, mehr zu zocken als vorher. So, fahren wir jetzt nach Stettin, Richtung Stettin, mit 7 Sachen. Aber ein bisschen unfreiwillig abgekürzt, das wollte ich eigentlich nicht so machen. Ist aber leider passiert, gut, was soll ich machen. Ich hoffe mal, ihr seht das eigentlich auch. Ich gucke meine eigenen Videos eigentlich nicht so an, außer wenn ich schneide, weil dadurch ja dieser Aufruf für Spinn. Ich glaube, der eigene Aufruf wird auch mal mitgezählt. Und dann sehe ich ja nicht, ob und wie das dann ist wegen Dings. Erster Aufenthalt in Stettin. War ich da nicht schon mal? Anscheinend nicht. Sonst würde er mir das ja nicht anzeigen. Da
vorne ist wieder was, aber ich fahre jetzt einfach mal geradeaus weiter. Deswegen da vorne sind zwei Fragezeichen, aber wir werden eh noch hier hinkommen. Jetzt nicht unbedingt auf einen Weg, weil meistens mache ich halt am Zielort. Habe ich das bislang immer gemacht. Weil als Trucker hat man es schon ein bisschen Stress.